In der Straßacher bitte alle Prozessbeteiligten eintreten. Prozessauftakt gegen einen Terrorverdächtigen. Seit Mitte Juni muss sich Sinan A. vor dem Berliner Kammergericht verantworten. Der Vorwurf? Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Teil der Anklage ist dieses Video der deutschen Taliban-Mujahedin, kurz DTM. Die kleine Gruppe kämpfte zwischen 2009 und 2010 in Afghanistan. Im Internet proklamierte man den Heiligen Krieg. Ich rufe euch auf, in die besetzten Länder zu kommen und gegen die Kuffar und gegen Munafikun zu kämpfen, so wie sie gegen uns kämpfen, so wie sie die Religion Allahs erniedrigen wollen, aber es nicht können. Sinan A., der in dem Video maskiert auftritt, soll den Ermittlungen zufolge in dieser Trainingssequenz zu sehen sein. Sonderlich geschickt stellt er sich nicht an. In der Anklage heißt es zu der nun folgenden Szene, Zitat: Bevor sich der Angeschuldigte als hinterster Kämpfer einer der vorrückenden Gruppen zum Schießen niederknien kann, stolpert er. Im vergangenen Dezember hatte sich Sinan A. nach Jahren im Ausland am Flughafen Berlin-Tegel den Behörden gestellt. Er kommt wegen seiner mutmaßlichen DTM-Zugehörigkeit in Untersuchungshaft. Doch exklusive Recherchen von Spiegel TV zeigen, offenbar war A. in all den Jahren nicht nur bei den Taliban aktiv. Es gibt Hinweise, dass er auch beim Islamischen Staat gewesen sein soll. Was sagen Sie dazu? Das weiß ich nicht, das höre ich von Ihnen. Ich weiß nicht, woher Sie diese Erkenntnis haben, aber das ist auch gar nicht Gegenstand dieser Verhandlungen. Neu aufgetauchte interne Akten des sogenannten Islamischen Staates könnten für Sinan A. noch zum Problem werden. Bei den Dokumenten, die Spiegel TV vorliegen, handelt es sich um eine Liste mit rund 400 Personen, die den IS im Jahr 2014 ganz offiziell verlassen haben sollen. Darunter mindestens 20 Deutsche. Im Eintrag zu Sinan A. ist vermerkt, Einreise am 30. Mai, Ausreise am 10. Juli. Der angebliche Grund der Ausreise, Therapie. Das Bundeskriminalamt prüft derzeit mit Hochdruck die Echtheit der Dokumente und analysiert deren Inhalt. Wir erkennen einerseits, dass viele der Daten, die wir daraufhin plausibel sind, auch unseren Erkenntnissen entsprechen, was dafür spricht, dass das authentisches Material sein könnte. Auf der anderen Seite müssen wir am Ende auch den Nachweis erbringen können, dass es wirklich authentisch ist und als Beweismittel in ein Verfahren eingebracht werden kann. Pech für mutmaßliche Rückkehrer. Einige Islamisten auf den Listen rücken nun verstärkt in den Fokus der Sicherheitsbehörden. Denn die Gefahr durch eingeschleuste Terroristen ist spätestens seit den Anschlägen von Paris und Brüssel real. Es ist nicht nur die mögliche Kampferfahrung von Rückkehrern, die das BKA besorgt. Darüber hinaus kommt, dass die Ausreisenden natürlich auch mit Verbindungen zurückkommen. Das ist ein weiteres Risiko, was dazu kommt. Wir haben gerade in Paris und Brüssel gesehen, dass es ein ganz reales Risiko ist, dass sich Netzwerke bilden. Auch unsere deutschen Ausreisenden wohnen dort nicht in deutschen Dörfern, sondern haben Kontakt, auch internationale Kontakte. Und auch die bringen sie mit. Das heißt, wir haben es mit Personen zu tun, die über Erfahrung, über Ausbildung und über möglicherweise Netzwerke verfügen. Und deshalb stehen sie bei uns im besonderen Fokus. Ein deutscher Konvertit, dessen Name auch in den Dokumenten auftaucht, lebt in Hamburg. Seit Jahren ist Hartz-IV-Empfänger Lennart M., alias Harun al-Albani, in der örtlichen Islamistenszene aktiv. Recherchen ergeben, am 16. Mai 2014 flog M. von Hamburg nach Istanbul. Das passt zu dem Eintrag in den Listen. Einen Tag später, am 17. Mai, soll M. demnach das Gebiet des IS betreten haben und nach Raqqa gezogen sein. Ein genaues Ausreisedatum notierten die IS-Grenzer bei ihm nicht. Der angebliche Ausreisegrund? Urlaub. Wir treffen Harun al-Almani in Hamburg. Herr Hallo. Wir haben hier Akten des IS von Ihnen. Ich möchte das nicht, bitte fühlen Sie mich nicht. Ja, ich möchte wirklich. Wollen Sie sich die Akten mal anschauen? Nee, danke. Da ist Ihr Ausreisedatum und das Einreisedatum vermerkt. Was sagen Sie denn dazu? Ja, man kann auch ins Ausland fahren, das ist kein Problem. Aber nicht in einer Terrororganisation, oder? Nicht nur Ausreisende wurden wohl in Akten erfasst.
Auch über Neuankömmlinge führte man offenbar Buch. Bereits Anfang des Jahres machte ein Datenleck von tausenden IS-Personalbögen Schlagzeilen. Penibel wurden darin persönliche Angaben mutmaßlicher Rekruten vermerkt. Unter ihnen 80 Deutsche. Einige von ihnen tauchen sowohl auf den Ein- als auch auf den Ausreisepapieren auf. Zum Beispiel Lennart M., der Mann aus Hamburg. Der Verwendungszweck auf beiden Dokumenten? Kämpfer. Erneute Nachfrage. Das sind Ausreiseakten des IS. Da ist Ihr Name drauf. Das sind Ausreiseakten. Ja, das ist gefaked. Woher wissen Sie, wo ich wohne? Komisch. Hier sind das finde ich auch komisch. Ja, das hier ist sind gefaked. Einreise- und Ausreiseakten. Was wollen Sie davon? Sie sind eine Lügenpresse. Die Dokumente finden nicht nur in Deutschland Beachtung. Auf dem Gelände der West Point Militärakademie in New York beschäftigen sich Forscher des Combating Terrorism Center mit der Analyse der Papiere. Wissenschaftler um Oberstleutnant Brian Price waren die ersten, die die Akten der Terrororganisation systematisch ausgewertet haben. Vor kurzem erschien ihr Bericht. Ein interessantes Ergebnis waren die Bemühungen der Organisation, die Befragungsbögen für regelrechtes Talentmanagement zu nutzen. Wenn die Kämpfer besondere Fähigkeiten oder Berufe hatten, wurde das vermerkt. Einige Rekruten hatten zum Beispiel Visa für westliche Länder. Diese Angaben wurden vom IS hervorgehoben, da dies womöglich für zukünftige Operationen wichtig sein könnte. Auch über Logistiknetzwerke geben die IS-Bögen Auskunft. In einem Feld auf den Bögen wurde der Grenzchef vermerkt, der die Kämpfer in den IS schleuste. Eine Person kam dabei besonders häufig vor, Abu Muhammad al-Shimali. Er war für die Schleusungen von 30% aller Kämpfer verantwortlich. Er ist einer der Anführer des IS-Komitees für Logistik. Das heißt, all diese Bögen fallen in seinen Zuständigkeitsbereich. IS-Cheflogistiker al-Shimali, auf den die US-Regierung ein Kopfgeld von 5 Millionen Dollar ausgesetzt hat, half wohl auch vielen Deutschen bei ihrer Einreise ins Kalifat. Darunter offenbar auch Mohammed H. aus Wuppertal, in dessen Einreiseakte al-Shimali als verantwortlicher Schleuser aufgeführt ist. Laut Mohammed H.'s Ausreisepapier hielt sich der Deutsch-Türke im Juni und Juli 2014 beim IS auf. Verwendung: Kämpfer. Mohammed H. ist in Sicherheitskreisen gut bekannt. Auf Fotos in Behördenakten ist H. zu sehen, wie er seine verschleierte Frau an einer Kette durch Wuppertal spazieren führt. Und der Mann ist auch als einer von 250 sogenannten Gefährdern gelistet, die sich in Deutschland aufhalten. Man traut ihm einen Anschlag zu. In der radikalen Szene ist Mohammed H. bestens vernetzt. Im März letzten Jahres tritt Salafistenprediger Sven Lau, inzwischen wegen Terrorverdachts in U-Haft, bei einer Veranstaltung in Wuppertal auf. Einer der Ordner, Mohammed H. Ein Kamerateam von Spiegel TV filmt die herzliche Begrüßungsszene zwischen Lau und Mohammed H. Wie kann es sein, wenn er quasi einen Mitgliedsausweis des IS hatte, dass der sich hier frei bewegen kann? Nun, Sie müssen sehen, dass wir natürlich einen umfangreichen Prüfprozess haben. Die Bögen müssen übersetzt werden, Sie müssen sie eindeutig zuordnen, aus arabischen Namen wieder eindeutig sie auch deutschen Personen zuordnen, im Zweifelsfall. So, und dann gilt das Verfahren zu eröffnen und auch natürlich auch eindeutig festzulegen, ist das ein Beweismittel, was in das Verfahren eingeführt werden kann. Nachfrage bei Gefährder Mohammed H. Schönen guten Tag, wir sind von Spiegel TV. Wir würden gerne mal mit Ihnen über Ihren Aufenthalt beim IS reden. Sie waren ja dort. Da gibt es aber Unterlagen, die uns vorliegen, die das nahelegen, dass Sie dort waren. Bögen und Listen im Jahr 2014. Ich will nicht. Was haben Sie denn dort gemacht? Können Sie das sagen? Ja, ich will nicht mit Ihnen Vornamen. Aber es gibt ja Unterlagen, also Akten, die das belegen. Warum sind Sie denn zurückgekommen? Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Sie saßen ja auch letztes Jahr wieder in U-Haft, wollten ja wieder ausreisen. Lüge. Können Sie uns sagen, was Sie gemacht haben beim IS? Mohammed H. droht nun ein Verfahren wegen Mitgliedschaft beim IS.
Vorerst bleibt der Gefährder allerdings auf freiem Fuß. Einen Deutschen namens Rashid B., der auf den Listen steht, konnten die Behörden übrigens noch nicht identifizieren. Sein Ausreisegrund? Geheime Mission. Fähigkeit? Morde. Wer sich hinter dem falschen Namen verbirgt, bleibt wohl unklar.